How can I assist? Moving toward destination. Die Entfernung, ja. Es sei denn, wie gesagt, man kann die Abkürzung nehmen. Irgendwo, es stammt ja aus irgendeinem Film, die Geschichte mit dem Blatt Papier, was die nächste Distanz ist. Was die nächste Distanz ist zwischen diesen zwei Punkten. Die ist natürlich hier, aber jetzt ist es nicht mehr. Das heißt, das ist die Grundidee, vom Wurmloch. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich denkbar möglich ist. Wenn man sich anschaut, was alles schon unmöglich war und am Ende doch getan wurde, würde mich wenig wundern, wenn man schneller ins Licht reisen könnte. Entweder direkt, weil Einstein doch Unrecht hatte, oder indirekt, indem man halt zum Beispiel Wurmlöcher oder Portale oder was weiß ich was macht. Aber wie gesagt, das ist ein gutes Stück weit natürlich komplett hypothetisch. Absolut wird uns das wie Magie vorkommen, völlig klar. Ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, was fast zu unseren Lebzeiten sich entwickelt hat. 1903, glaube ich, war es mit den Wright-Brüdern. Ist das erste Flugzeug überhaupt erst geflogen? 1903. 66 Jahre später waren wir schon auf dem Mond. Das heißt, im Prinzip hätte einer der Wright-Brüder, wäre 20 gewesen zu dem Zeitpunkt, wäre theoretisch in der Lage gewesen, in dem gleichen Zeitraum den ersten Flug zu machen, wie auch als erster Mensch auf dem Mond zu landen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Entwicklung ist derart rasant. My name is Werner. Lucky Werner. This is Schliemann. My little feather Tomb Raider. He has the mystical power of discovering hidden treasures. Come on, boy, snack. Das heißt, wenn wir uns anschauen, was im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert an technologischer Entwicklung gab, das ist atemberaubend. Mehrfache Schaltgeschwindigkeit, Reisen zum Erdtrabanten von überhaupt nicht fliegen können, außer mit dem Heißluftballon. Jetzt stellen wir uns mal vor, was 200 Jahre so eine Weiterentwicklung bedeuten. Und jetzt überlegen wir uns, dass Zivilisationen 200 Jahre, 500 Jahre nicht sind mit der gesamten Geschichte des Universums. Das ist ein Lidschlag. Dass eine Zivilisation uns 10.000 Jahre voraus ist, ist nun nichts Schwieriges. 10.000 Jahre sind doch bitteschön nichts, verglichen mit auch nur der Erdgeschichte. Das heißt, klar, wenn wir davon ausgehen, dass die Drake-Gleichung stimmt und es mehrere tausend Zivilisationen gibt, dann gibt es auch welche, die sind uns so weit überlegen, technologisch, dass wir uns nicht mal in Science-Fiction vorstellen können, wozu sie in der Lage sind. Das scheint zumindest das Wahrscheinliche. Event Horizon. Film habe ich gesehen, aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung mehr, warum es darin ging. Ach, das ist irgendwie Reisen schneller als aus Event Horizon kommt es mit dem Wurmloch, alles klar. I will go presently. Ja, das ist auch krass, BPL. Geboren 1918, ja. Ich habe Otto von Habsburg die Hand geschüttelt. Ich habe ihn kennengelernt. Wenn man sich vorstellt, der hat den letzten Kaiser Österreichs gekannt. Der hat den letzten Kaiser Deutschlands gekannt. Der hat Hitler persönlich getroffen. Wenn man sich vorstellt, ich habe eine Hand geschüttelt. Ich habe keine Ahnung, ob er Hitler die Hand geschüttelt hat. Aber sich vorzustellen, wen alles Otto von Habsburg in die Augen geschaut hat, das war für jemanden, der an Geschichte interessiert ist, einfach nur unfassbar. Denn der hat nicht nur in dem Zeitraum gelebt, der hat auch noch die bedeutenden Leute dieses Zeitraums getroffen. Also das war in der Hinsicht schon beeindruckend. Es ist jetzt nicht so, dass ich besonders viel über ihn sagen könnte. Ich habe einen Vortrag von ihm gehört. Und sie hat doch Schaden genommen, Rotes Kreuz. Okay. Das fand ich sehr beeindruckend. Nicht zwingend, dass er so unfassbar beeindruckt gewesen wäre. Ich meine, das ist auch ein beeindruckender Mann. Aber, und ich weiß, 7 Sprachen fließend und was weiß ich was alles. Aber in der historischen Perspektive, was der Mann alles gesehen hat, das ist auch, warum einer meiner Lieblingsfilme wahrscheinlich einer meiner Lieblingsfilme ist, nämlich, wie heißt der? Man from Earth, glaube ich. Ja, Man from Earth. Ein grandioser Film. Handelt vor allem in einem einzigen Raum. Das heißt, die ganze Handlung findet hier statt. Absolut atemberaubend für mich gerade. Wer nicht gesehen hat, nicht spoilern. Wer nicht gesehen hat, absolute Empfehlung. Ich habe ihn mit einer Ex-Freundin gesehen.
glaube, ich habe ihn mit zwei Ex-Freundinnen und mit Anna gesehen und ich glaube, eine Ex-Freundin fand ihn doof. Aber ich finde, der Film ist absolut, absoluter Hammer. Ich werde alt, Irish Coffee. Ich werde alt. Muss man verzeihen. This is Santiago. I'm pleased to work with real professionals for a change. Aren't you forgetting something, Corazon? I'm running the... You! Get off my... Also, Miliz ausbilden vermutlich. Alina muss geheilt werden, also kann sie es nicht machen. I have initiated work on this task. I hope this task will be a good workout. Genau, deswegen Ex-Freundin. Alten geht jetzt mal nur, wenn man dreimal nachts aufs Klo gehen muss. Kommt drauf an, wie viel ich getrunken habe. Ich weiß nicht, ob es zweimal fällig sein muss, aber einmal ist jetzt nichts Besonderes. Aber ja, nee. Davon bin ich zum Glück noch ein Stück weit weg. So, was war ist jetzt fertig? Kalinas Heilung, alles klar. I am finished. If you need me, I'll be oiling my chest. Reparatur ist fertig, alles klar. Noch das fertig. Dann kann ich jetzt das bessere Team nehmen. Genau, denn Kalina ist besser als Barry. Let's go. Beweglichkeit wäre eigentlich klasse. Vor allem, wenn Steroid da mal ein bisschen was lernen würde. Moment, laufen hier nicht die Verträge ab? Yep. So, was war das hier drauf? Ah, sehr gut. Danke für den Tipp, wer auch immer das war. Aktionsspezialist wäre natürlich auch nett. My contract is of expiring duration. Let the... I just remember... My contract is all very... The end of our mutual agreement. It is always good to learn more and become better. Badek, natürlich. Ich denke nicht, dass es ein Automatismus ist. Wir alle kennen, wie ist diese Rechnung, dass sich Prozessorleistung alle 18 Monate verdoppelt? Irgendwie habe ich heute den Eindruck, es entwickelt sich gerade gar nichts weiter. Irgendwie ein 4 Jahre alter Gaming-PC ist praktisch immer noch zeitgemäß. Und ich erinnere mich ans Jahr 2000 oder ans Jahr 1998. Ein 4 Jahre alter PC war kaum noch in der Lage, das aktuelle Betriebssystem laufen zu lassen. Geschweige denn, ein Spiel zu spielen. Moore's Law, danke. Good. This task will be easy for the brave. Absolut, Archimedes. Passender, schöner Name dazu. Für so ein Thema. Absolut. Wir wissen alles nicht. Aber die Drake-Gleichung sagt ja auch, dass... Die bedenkt ja auch schon all die Zivilisationen, die zwischenzeitlich schon wieder ausgestorben sind, weil sie sich inzwischen im Atomkrieg vernichtet haben oder irgendeine Krankheit bekommen haben oder was weiß ich was. Das ist ja alles auch noch eine Möglichkeit. So, die sind fertig und die sind auch so gut wie fertig. Dann machen wir das doch schnell noch schnell. Done. Und jetzt bin ich am Fragen, solche... Achso, ich bekomme mehr, wenn die Loyalität höher ist. Also eigentlich muss ich Fleetown befreien. Ja, können jetzt mal so hingehen. Niels Bohr überlegt hatte, was er studieren könnte. Diese Physik lohnt nicht. Alles gefunden. Ja. Was sieht das natürlich auch gut, ja. What? Wieder. Okay, was? Ich hab's ja gerade gelernt. Ich kann ja immer noch. Schalldämpfer anbringen. So, Steroid hat einen Schalldämpfer hier. Der hat keinen. Dafür brauche ich ein Eisenrohr. Okay.
Wie sieht's hiermit aus? Brauche ich hier ein Eisenrohr? Ne, der kann überhaupt keins anbringen. Okay. Dann. Wenn die. Könnte natürlich. Oh, wir haben noch eine Hose übrig. Gut. Was haben wir hier? Muttern und Bolzen. Höhtechnik. Wer ist mein höchster mit Technik? Ich glaube auch er, oder? 70? New personal best. Habe ich überhaupt geschaut, was in dem Feld überhaupt noch an Inventar herumlag? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, ich habe es nicht gemerkt. Naja. I will try to remain hidden. Okay, wie viel Munition haben wir? Warschauer Pakt 49. Das ist nicht gerade viel. Also wahrscheinlich sollte ich nicht zu viel AKs benutzen. It is a shame they will not be able to watch me move. Die sich bei zu hoher Auflösung teilweise vor dem Monitor aufbauten. Jupp, daran erinnere ich mich. I am but a dream in a slumbering world. Als man noch mit 3-4 Kilobyte im Internet war. Und das Problem hatte, dass man sich ein neues Modem gekauft hat, in der Hoffnung, dass es 0,2 KB mehr gibt. I will try to become hard to see. I will sneak up like a tree falling in the forest. Okay. My Babushka taught me to hunt this way. Ich glaube nicht, dass ich hier einen Einzelnen ausschalten kann. I was never good at hide and seek. Ready. Okay. RPG-Mann, gibt's keinen? Ja. As silent as a spirit in a good surprise shot from here. Explodiert halt mal dem Typen neben dir der Kopf. Be quiet now! I will fall on them like a tree in the forest! Könnt ihr mir vorstellen, dass das leicht unangenehm wäre? Wenn neben mir, den Leuten neben mir, die Köpfe explodieren würden. What? Ist er gespottet? Ja, ist gespottet. Bin zu nah dran. Aiming. Ist eigentlich kein Grund, warum ich mich dem hier stellen sollte. Going. Wenn's so machen. Still undetected. I shall not make a noise. Got it. I'll shoot at anyone I see. I mean, bad guys, of course. Just the bad guys. Die Mine im Norden einzunehmen, okay. Da sollte ich da wohl mal hin. Ah, das Stillstand im Mittelalter gab, ist durchaus nicht ganz korrekt. I have the villain in my sights. War keineswegs alles im Mittelalter schlecht. Some mischievous spirit got in my gun. Ach, Karina. Ready to shoot. Oh, that hurts. I should be working out. This will be pie. Hey, buddy, try to keep your head. Okay, es sind noch welche da. My approach will go unnoticed. I shall keep vigil here. Ready to do stuff. What? Take the fight to them. Ruckert halber auf eine Diskette gepasst hat. Eine Diskette mit den Treibern. Ja, die Zeiten.
Hey, aufhören hier. Da ist noch einer. Ah! Pain is for wimpy people. Wenn der das Ding hat, verletzt es immer blöd, weil dann muss ich wieder heilen. Kostet wieder Zeit. Kalina hier. Ah. Zu wenig AP. Ja. Hm? Ready. Yes? Kalina hier. This should do it. Target locked. Ich bin nicht so ideal, wenn sie alle hintereinander sind. Denn wenn er jetzt eine Salve macht, kann er alle drei auf einmal wahrscheinlich treffen. I should be working out. Hello. Moving toward destination. Wir hätten ja wohl mit all meinen Leuten niederkämpfen können. That's right. Give the evildoers a beating. Make them run back to their foul lairs. The enemy will not expect this. Probability of success is high. Ja. Okay, dann kann er wenigstens hier schießen. Jetzt the enemy is in the open. Aber. On my way. Ärgerlich halt, dass Steroid wieder Heilung braucht. Komplette Schutzausrüstung. Nett. Und langärmlich sogar. Certainly. How can I assist? Moving, as of this moment. Könnte mit einem Mod sogar im derzeit laufenden Spiel. We have agreement. Komplettes Spiel auf einer Diskette, ja klar. As of this moment. Ja, das war schon krass, wenn man sich vorstellt. Da war ein Spiel, eine Sache mitunter mal von 6 Wochen eines Programmierers. With certainty. Archimedes, danke fürs Angebot, aber ich sehe nicht so recht einen Sinn. Moving, as of this moment. Also es soll nicht undankbar wirken oder so, yes. Aber ich weiß nicht so recht, wo. Perhaps I dismantle. Okay. Okay. There is still a device here that requires my attention. Was ist denn das hier? With certainty. Okay. Let us see what the Lord in his wisdom has given us. Oha. Oha. Ich denke mal, ich gebe es meinen beiden Scharfschützen, dass die weiter schießen können. Das war beeindruckend. We have agreement. Wenn Nordkorea Südkorea mit einer Atombombe angreift, sind sie dann nicht selbst geliefert. Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute mal, dass Südkorea auch unter einem nuklearen Schutzschild sein sollte, der USA. Also klar, die können sich keine Kernwaffen in der Offensive leisten. Gab's immer, genau, aber warum wurden die nicht gleich so ausgeliefert? Ich hatte den Locher auch noch. Fand ich nicht so recht. Sie lesen noch sehr viel, insbesondere Bücher. In letzter Zeit tatsächlich wenig, weil ich nur
Da lese ich vor allem halt die aktuellen Analysen und so weiter. Zum Bücherlesen komme ich viel zu wenig. Ich konzentriere mich sehr viel auf Hörbücher momentan. Yes. Möchten Sie weiter ausführen, wo, wie, wann und so weiter? Ja, aktuell vor allem Hörbücher, das heißt beim Autofahren. Autofahren und beim Trainieren, beim Sport. Und gelegentlich, wenn ich genug gearbeitet habe und einfach nicht mehr arbeiten kann, setze ich mich im Erdgeschoss in die Lounge. Je nachdem mache ich mir eine Zigarre an. Und hör dort noch ein Hörbuch weiter. Zum klassischen Buchlesen komme ich viel zu wenig. Das Tolle, ich bin totaler Fan von Hörbüchern geworden, weil ich die in zweifacher Geschwindigkeit anhöre. Und beim Autofahren gibt es nichts Großartigeres. Die Zeit des Autofahrens produktiv nutzen zu können, ist weltverbessernd. Das ist ein absoluter Hammer. Und je nach Trainingsprogramm habe ich teilweise bis zu 6-mal die Woche trainiert, mit je 1,5 Stunden. Da beendet man bei zweifacher Geschwindigkeit 2 bis 3 Bücher pro Woche. Das ist wirklich, wirklich produktiv in einem Maße, das einfach nur der Hammer ist. I will do. Okay, freut mich, Archimedes, danke. Also, wie gesagt, ich keine Ahnung, ich sehe, ja, sie nehmen es ja nicht übel. So, ich muss jetzt schon wieder heilen, denke ich. Und dann was? Soll ich jetzt erst auf die Mine hochgehen? Posten senden Angriffstrupps aus. Ah. Okay. Dafür sind die wichtig. Das heißt, ich sollte mich fast auf die konzentrieren, wenn ich die Region sichern will. Das ist auch gut, das zu wissen. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht so aktiv verfolgt. Verletzung behandeln. Echt praktisch, die 2 Ärzte zu haben. I'll get right on it. My task is done. So, ich muss wahrscheinlich erst die holen. Denn ohne die Loyalität hier ist doch verantwortlich für die Einnahmen. Sollte es zumindest sein. Andererseits wäre es natürlich schon nett, noch eine weitere Mine zu haben. Nehmbare Qualität für Hörbücher. Genau, Fazi. Andererseits müssten sie dafür erstmal auf YouTube sein. Das ist ja der Punkt. Wie viele sind denn auf YouTube? Ich habe gemerkt, selbst auf Spotify sind Hörbücher, aber halt nur ein winziger Teil. Okay, wir waren hier. Letztes Mal war ich hier oben und das war richtig produktiv. Evildoer! I have an idea that will only seem wise in retrospect. Trust me. I am a dream in a slumbering world. Genau, da kam ich von dort und hab sie einfach einen nach dem anderen abgeschlachtet. Ja. I will sneak up like a tree falling in the forest. I shall not make a noise. Das ist der Gestörte. Und hier sind überall die Minen, die ständig hochgehen. Ich erinnere mich. Kann der hier so eigentlich? Ja, kann er. Okay. Moving quietly. Ne, das sollte MD machen. Er hat ja nur eine Nahkampfwaffe, wenn man so will. Silently. Wen kann man denn hier erschießen? Den? Be quiet now! Ein Schläger im Grenadier wahrscheinlich erstmal, oder? I will fall on them like a tree in the forest! 79. Where are they at? As silent as a spirit in the woods. This will surprise them.
Was ist das jetzt? Überrascht. Alarmiert, aber weiß nicht, was los ist. Höhere Widerstandskraft gegen heimliches Töten. Vollständig gewarnt, okay. Yes? This shot may compromise my position. Ja, aber das schafft er nicht. Blanquevue! Ich glaube, ich muss hier Verstärkung hinschicken. Genau dafür. Denn ich habe den Eindruck, der weiß, was hier so los ist. Die beiden sind nicht mehr versteckt. I think I can, you know, get them. Acht. The enemy is in the open. Going. Still undetected. Moving quietly. Good position to shoot. Lack explanation how this occurred. What? Moving. Mit etwas Glück kann der ihn so erledigen. They will notice my magnificent physique, but it will be too late. Neu. Was hat er 75? Was hat Kalina? I shall not make a noise. The villain won't see us coming. Good surprise shot from here. Yeah. To die in the Legion is to have truly lived. Yep, stealth is ziemlich gut. Gute Nacht, Schwarz-Weiß. Mine A2 für Cash. Das ist wahrscheinlich die ganz links oben. Ja. Doppelte Geschwindigkeit komme ich mir gerade. Ist nicht schwierig. Einfach nur ein bisschen. Oh, das ist natürlich mies. Damit hatte ich nicht gerechnet. This is why I hate fighting. Damit hatte ich nicht gerechnet. Tja. Dass er hier hochklettern kann. Ups. Forward for the Legion. Dispersez-vous. Oh, es gibt vieles Gutes, nicht das Hörbuch. Deswegen, ich... Wo ist er denn hin? Hä? Wer hat ihn jetzt getötet? Okay. Ich habe einen Moment nicht aufgepasst, schon ist er tot. Naja gut, ich soll mich... Ich muss mich nicht beschweren. Wenn einer der Gegner tot ist, unerwarteterweise. 40% ist jetzt nicht berauschend. What is your wish? Mary Unger. Hier. Hat keine Handgranaten mehr. Keine Hohlladung. Und Feuer. 7. 81%. Fuck! Sure. I await your den Alpha erschossen mit irgendeiner Reaktion. Probability of success is low.
Probability of success is high. Sinnlos. Ja, das ist jetzt auch nicht so When prickelnd. I was little, I would hide from everyone. Die kann hierhin vorgehen. My babusia taught me to hunt this way. Schön außerhalb der Deckung. This will surprise them. Okay, und die Position ändert sich auch noch nicht mehr wirklich. 45 ist irgendwie nicht gut genug, wenn sie noch versteckt ist. I will fall on them like a tree in the forest. Marodier machen. Naja. Dann versuchen wir es wohl. Doch. Moment. Sprengfässer. Wo ist eins? Hier wäre eins gewesen. Hier. Aber das ist zu weit weg. Wenn es Schaden anrichtet, dann nicht wirklich viel. Na, probieren wir es. Our focused minds okay. will win us this battle. Ja. Okay, wir beklagen uns nicht. All right, but I don't see how they won't spot my magnificent physique. I need to sleep. I haven't worked these kinds of hours since my intern days. Okay. Ersticken hatte der. Das heißt, der muss dringend. Hoffen wir mal, der ist noch nicht tot. Haben Sie Blinkist schon mal ausprobiert? Klar. Ich habe auch schon Werbung für Blinkist gemacht. Mein Problem mit Blinkist ist super, wenn es um die Kerninhalte geht. Aber ich möchte einfach häufig gerne mal das ganze Buch auch lesen. Weil ja nicht jedes Buch einfach nur auf Teufel komm raus in die Breite gezogen ist, sondern mitunter gibt es ja auch eine Rechtfertigung, warum das Buch so lang ist. Dann ist Blinkist natürlich nicht ideal. Aber an sich ist Blinkist gut, sehr gut. This will heal your body, but you must meditate to heal your mind. As silent as a spirit, the villain won't see this coming. Yes. Ja, den alten Amiga 2000 habe ich auch irgendwann verkauft. So 2005 oder so, ich weiß es nicht mehr. Good position to shoot. Oberkörper. Mal Kopf. Kopf probieren, den Grenadier, das ist nicht so gut. Kopf. Ja, manchmal gibt's Rückschläge. Weird. I'm not used to being on the receiving end of medical care. Immerhin hat er überlebt. You pay for it, dogs. Now it is us that will bring the pain. Ja, wir haben es noch mit 5 zu tun, wenn ich es richtig sehe. Hallo. Ja, Amiga. Das Lustigste ist mit dem Amiga, dass wir den Amiga 2000 hatten mit 2 Festplatten. Und ich habe irgendwie 7 Jahre gebraucht, um zu lernen, wie man die Festplatten bedient. Weil ich habe irgendwann mitbekommen, dass es C ist, die Festplatte, aber C Doppelpunkt. Das Doppelpunkt. Es gab halt kein Internet zum Nachfragen und es gab niemanden, den ich hätte fragen können. Also ich hatte keine Ahnung, wie ich die Festplatte benutzen soll. Im Nachhinein betrachtet ist es unfassbar, wenn man sich das vorstellt. 39, 60 bereits. Perseverance and faith, my friend. Okay,
Okay. Ready. Going right now. Ready to shoot. I will fall on them like a tree in the forest. It is a shame they will not be able to watch me move. Dr. Q. How can I assist? I have good odds of hitting enemy. Shoot! Drive these foreigners back where they came from! Hallo, Gigi. Unpleasant! Ja, das ist gerade, läuft's mal nicht so gut. Ja, muss mal halt ein bisschen länger heilen. Ey. Wer hat gerade geschossen? War das der Koch? Wahrscheinlich. Barry Unger. Barry ist auch nicht mehr frisch. Noch nicht mehr frisch. I will fall on them like a tree in the forest. Training program is complete. Feel the muscles grow. How can I assist? Next. Dr. Q here. May their bullets not find me. May the spirits guide my hand. Barry Unger. Gut. Yes? Target locked. Kalina here. Oh Mann. Okay, ich glaube, ich ziehe mich zurück. Sowieso noch nachladen. Ich glaube, es war C, aber ich habe keine Ahnung mehr. Ich würde ziemlich sicher sagen, es war C, aber vielleicht trügt mich auch meine Erinnerung. Aiming. Wäre jetzt nicht gerade gestern gewesen. Oh, Safemel! Yes? This should do it. What? Yeah. I will sneak up like a tree falling in the forest. Yes? I go where I am led. So, wo ist der letzte? I shall keep vigil here. Da? Mehr als seid ihr da? Ja, hier habe ich noch weitere. Dr. Q here. Oder was? I have the villain in my sights. It is best to hit them in the head, in case they are cursed. So, das Problem ist jetzt, dass hier überall die Minen sind, aber gut, dieses Mal weiß ich es ja. Dass die Minen... Nee, Moment. Es ist noch gar nicht vorbei. Irgendwie hatte ich gerade den Eindruck, dass es vorbei sei. I await your command. Have a good shot.